Kocheinrichtung Nummer 3 mit Diana Würkel vom Würzhaus in Nürnberg. Und mit dem Harry Danzer von den Möbelmachern in Unterkumbach. Neben Hersbruck im Nürnberger Land. Wunderbar. Da sind wir auch heute in einer wunderschönen Küche von euch. Kocheinrichtung Nummer 3. Heute das Thema Lamm. Wir kümmern uns heute um eine Lammschulter, die wir im Druckdampfgarer zubereiten, mit ein bisschen Wurzelgemüse und Gewürzen. Wo würde man es machen, wenn man keinen Druckdampfgarer hat? Entweder wahlweise in einem Topf, Römertopf ist gut, wenn man es im Backofen schiebt, oder eben einfach in einem gut abgeschmeckten Fond leicht simmernd in den Topf einfach aufnehmen. Topf am genau, Vorfeld. Ganz genau, einfach. Ja. Genau. Ist also kein Unterschied? Nein. Es geht nur einfach schneller in dem wunderbaren Technik. Das ist es dann wohl. Das ist im Prinzip für die Franken, die sich das Ganze hier anschauen, das ist quasi das Schäufele vom Lamm. Mhm. Ja, also wir haben hier den Schaufelknochen, den wir auch beim normalen Schäufele haben. Hier mit kleinen Röhrenknochen. Das ist das, was man leidigt. Genau, hier mit kleinen Röhrenknochen. Das ist, würde ich jetzt sagen, die normale Größe, die Sie auch bekommen, wenn Sie sagen, Sie brauchen ein Stück Lammschulter. Mhm. Ja. In dem Fall habe ich mitgebracht ein bisschen Kreuzkümmel, also Kumin im Ganzen. Wir haben ein bisschen Wacholder. Ein bisschen viel auf dem Löffel. Wir haben Fenchelsaat und wir haben etwas Pfeffer. So, genau, die Wurzelgemüse, die schmeißen wir uns einfach so ein bisschen dazu. Ein bisschen daneben, ein bisschen unten drunter. So. Zwei Knoblauchzehen haben wir einfach so dabei, die legen wir im Ganzen mit dazu. Dann lassen Sie sich schon wundern, die haben wir noch gar nicht gesalzen, die haben vergessen das Fleisch zu würzen. Wir würzen jetzt eigentlich auch nicht das Fleisch direkt, sondern wir würzen quasi das Wasser, in dem wir das Lamm garen. Also wir machen jetzt einfach nur ein bisschen Salz dazu. Zucker. Ein ganz klein bisschen Zucker, genau für die Balance. Dann können wir noch einen kleinen Löffel dazu tun. Wunderbar. Das machst du immer, ne? Das mache ich immer. Zucker ist bei dir oder etwas Süßes. Ja, genau, Angewohnheit. Dann geben wir einen guten Schwupps Olivenöl mit dazu. Und dann wird das Ganze. Mit Wasser aufgegossen, genau. Ja, das ist der Druckdampfgarer von Miele, der angeschlossen ist wie eine Spülmaschine. Das heißt, er hat einen Festwasseranschluss, er hat auch Kraftstrom und er kann eben mit bis zu 120 Grad arbeiten. Und das schauen wir uns jetzt an, was da rauskommt und wie lange wir brauchen, dass wir die ganze Lammschulter hier garen. Das halbiert ungefähr die Garzeit. Wunderbar. Also dann gehe ich davon aus, also wenn ich es jetzt normal im Topf mache, würde ich jetzt mal sagen, pauschal so 2 Stunden langsam ziehen lassen, also kochen davor, einlegen, langsam ziehen lassen, dann müssten wir hier eigentlich in einer guten Stunde einen schmackhaften Fond haben und eine hoffentlich zarte Lammschulter. Wir probieren es und sprechen das Ganze im Zweifelsfall nochmal. Falls es nach der Stunde noch ganz furchtbar ist, dann schneiden wir das nämlich raus. Also, das Gericht heißt heute Lamm mit Radieschen und Senf. Genau, also deswegen natürlich das Thema Radieschen. Wir machen einmal das Radieschen grün, knusprig gebraten auf dem Teepan. Okay, du verwendest ja am liebsten auch immer alles vom Gemüse. Alles, ne? Also von der Wurzel bis zum letzten Blatt ist alles dabei. So mag ich es am allerliebsten. Ja. Herwig, pass mal auf, du könntest mir hier das Grün von den Radieschen in feine Streifen schneiden und dann die Radieschen eigentlich auch einfach nur ein bisschen scheibeln. Okay. Ich putze in der Zwischenzeit diese Radieschen einfach nur als halbes Gemüse. Dann können wir die so ein bisschen mitbraten. Wichtig ist eigentlich nur, weil die meiste Erde vom Radieschen sitzt eigentlich hier in dem Stielansatz. Also wichtig ist nur, dass man die Radieschen im Ganzen ein bisschen im Wasser liegen lässt. Dann geht das bisschen Erde auf jeden Fall raus. Oh, feine Streifen möchte. Genau, oder ja, also einfach nur runterstreifen. Es muss jetzt nicht mikroskopisch sein, so dass wir schön knusprig braten können. Und die anderen Radieschen dann einfach vielleicht halbieren und in Scheibchen schneiden. Dann können wir die ein bisschen mit in den Salat machen. So, wir werden heute aus dem Fond, der jetzt da quasi entsteht, sowas wie eine leichte Soße machen und haben aber dazu noch ein bisschen so zum Dippen einen Senfschmand. Das heißt Sauerrahm oder Schmand. Da nehmen wir uns einfach ein bisschen was ab. So. Dann habe ich ein bisschen körnigen Senf. Meistens französischer Senf in dem Fall, wohl in Bautzen gibt es da auch einen guten. Und einen süßen Senf, also so einen Münchner Weißwurst-Senf, sage ich jetzt mal dazu.
Wir haben ein kleines bisschen Salz. Pfeffer brauchen wir in dem Fall nicht, weil der französische Senf eigentlich immer genug Schärfe mitbringt. Wir verrühren das. Ganz entspannt geben ein kleines bisschen Olivenöl mit dazu. Dann haben wir eine wunderbare Soße mit noch zu dem Gericht. Genau, dann schneiden wir einfach ein bisschen feine Scheiben. Zu dem Radieschengrün, das braten wir knusprig. Hier hinten haben wir es schön heiß. Da geben wir einfach ein kleines bisschen Öl drauf. Dann habe ich was, dann schnappe ich mir kurz das Öl. Das zischt jetzt ein bisschen. Klar, wir haben ein bisschen Feuchtigkeit wieder im Grün. Mach den Dunst dazu ein bisschen an. Kleines bisschen Geduld, also nicht ewig dran rumrühren, sondern einfach mal liegen lassen, ein bisschen abwarten. Das ist einer der größten Fehler beim Braten, ne? Dass die Leute immer ständig da dran rumrühren. Ständig rühren, ja. Dass man es auch nie lässt und schön Farbe bekommen wird. So. Auch beim Teefahren oder mit der Farbe das Gleiche. Ne? So, und wenn wir schon merken, dass es ein bisschen angeknuspelt ist, dann können wir es ein bisschen salzen. Und dann tun wir es einfach, bis wir es brauchen, quasi, und dann mit dem Radieschen mischen. Das sind hier in die Schüssel rein. Zu unserem eigentlichen Gemüse für heute, also wir machen gebratene Radieschen dazu. Das heißt auch in dem Fall, wir geben ein bisschen was von dem Bratenöl auf den heißen Teepan und braten das gewaschene Radieschen mit dem Grün, so wie es ist, das einfach auf der Schnittseite schön an. So, für unser Radieser Salat brauchen wir ein bisschen Salz, ein kleines bisschen Zucker, man kann natürlich auch Honig oder Agavendicksaft oder was auch immer nehmen. Dann ein kleines bisschen Essig. Ein bisschen Olivenöl. Und hier, Herr, kannst du mir vielleicht zwei, drei Umdrehungen mit der Pfeffermühle noch drauf machen. Mhm. Und dann passt das wunderbar. Sehr schön. Auch in dem Fall haben wir ein bisschen Farbe, also schön vom Anbraten auf dem Zwiebeln. So, wir drehen das Ganze kurz rum. Der größte Unterschied zur Pfanne ist, dass der Zwiebeln einfach seine Temperatur hält, so wie es eingestellt ist. Das heißt, der hat ein Thermostat und der steuert die Hitzezufuhr. Das ist das, was bei der Pfanne etwas schwieriger ist, die Temperatur immer genau da zu haben, wo man sie haben will. Oh ja, so einfach kann sein. Das ist das Angenehme, sauber machen vom Teepan. Einfach nur rasch und den Lappen oder Deba braucht man nur, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Weil sonst der Dampf durch den Edelstahl rasch durchgeht. So, und wir nützen natürlich das jetzt, weil wir jetzt eh so eine wunderbare heiße Platte hier haben. Was du nicht so viel? Und reduzieren. Ja, wunderbar. Und genau, reduziert den entstandenen Lammfond dann auch gleich hier mit auf den Teepan. Das ging jetzt alles so supi-tupi, schwuppdiwupp. So, an diesem Pfeil sieht man, dass er jetzt gerade abkühlt. Er schießt kaltes Wasser ein, um den Dampf zu kondensieren. Das pumpt er dann ab. Das heißt, man soll es beim Schnellkochtopf mit hoher Temperatur und vor allem Druck arbeitet. Das baut er komplett selbstständig ab jetzt und gibt dann Signal, wenn er soweit fertig ist. Und dann machen wir einfach auf und holen es raus. Wunderbar. Ja. Das war dann wohl unser Signal. Das war's. So, dann schauen wir mal. Vielleicht magst du es mir in die Schüssel da hinten gleich übergeben, perfekt. In diese? Ja. Wunderbar. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es ist ein wunderbares Stück, also man könnte das im Ganzen servieren. Wenn man jetzt aber sagt, man will ein Tellergericht daraus haben, dann, also in dem Fall empfehlen sich auch die Handschuhe, ist es so, dass ich ein bisschen das sichtbare Fett, das quasi oben auf der Lammschulter sitzt, einfach mal ein bisschen wegmache. Abschabst. Ja, mit einem Löffel oder einem Messerchen, das kriegt man ganz gut runter. So. So, und dann heben wir uns das wunderschöne Stück mal hier raus. Ein bisschen sammeln, dann kann man hier hinten den besagten Schäuferle-Knochen eben gleich rausnehmen. Genau, hier mal noch ein Gelenk drinnen. Und dann geht es jetzt eigentlich nur darum, sich das Stück Fleisch mal ein bisschen anzuschauen, wo es denn auseinanderfällt. Da passt es in der Regel auch immer ganz gut. Ja? So, jetzt ein bisschen das sichtbare Fett weg. Dann haben wir hier ein schönes Segment. Und dann können wir hier von oben noch hergehen, haben wir ein weiteres schönes Segment.
Also eine das sind die einzelnen Portionen jetzt, genau, da, die du ausmachst. Ja, ne? Genau. Oder auch wenn man es eben zerlegt am Tisch und kein Tellergericht draus macht. Also Fett mag man ja in der Regel nicht so gerne auf seinem Teller liegen haben. Ne? Ja, das vom Schmorgericht ist auch nicht so schön. Ne? Wenn es ein bisschen knusprig ist, wie beim Schäufele, ist dann es anders. Dann ist es was anders, ja, das stimmt. Aber beim Schmorgericht ist es jetzt nicht so. Ja, wir werden hier noch ein bisschen die Soße, den Bauch ja. Da kannst du einfach mal da reinschütten. Mit Gemüse, ohne Gemüse. Ruhig ein bisschen, weil dann können wir den Stabmixer nämlich reinhalten, damit er ein bisschen zusammengeht. Ja, das bleibt uns auf jeden Fall. So? Ja. Dann nehmen wir ein bisschen Sellerie, Karotte, Zwiebel mit hier rein. Dann können wir den Stabmixer reinhalten und haben dann quasi gleich ein bisschen eine Bindung. Das müssen wir jetzt einfach nur stark einkochen lassen. 2-3 Minuten bei Volldampf müsste das eigentlich erledigt sein. Zum Verfeinern von dem Ganzen, von dem Einmixen, geben wir noch einen kleinen Schuss Olivenöl dazu. Das macht das Ganze noch ein bisschen sämiger und dann schmeckt man halt einfach mal rein. Ja. Quasi der Dampf noch ein bisschen mit dem Gemüse gebunden. Und um das Ganze gleich noch ein bisschen sämiger zu machen, kann man das mit ein bisschen Speisestärke binden. Kartoffelmehl, Maismehl, was auch immer. Rühren wir mal ein bisschen was im kalten Wasser an. Also du würdest auch nicht abseihen das Ganze, sondern also genau jetzt einfach nach dem Pürieren so lassen, dass das Gemüse auch mit als Stücke drin ist. Also wenn dann höchstens, also wir sagen dazu quasi durch kein Haarsieb, sondern durch ein Spitzesieb, wo nur die groben Stücke eben einfach hängen bleiben würden. Wenn das jetzt hier das Kochen anfängt, dann brauchen wir kurz einen Schneebesen, Herrick, damit wir das einbrühen können. Ich weiß ungefähr einen Löffel. Ja, ungefähr ein Esslöffel Speisestärke, aber mit der doppelt bis dreifachen Menge kaltem Wasser. Umso dünner diese angerührte Stärke ist, umso leichter tue ich mir das beim Dosieren. Mhm. Ja. Das ist jetzt Geschmackssache oder wie macht ihr es in der Gastronomie? Das ist ja der eine mag es dünner, der andere mag es dicker, die Soße. Was ist so eure Richtwert? Also ich mag lieber konzentrierter, exakt und weniger auf dem Teller. Ja. Weil sonst der ganze Teller so versucht. Also es nicht so schwimmt. Genau, das Ganze nicht so schwimmt. So, um dem Gericht noch ein bisschen mehr Tiefe vielleicht auch zu geben, finde ich es ganz schön, wenn man auch diese eigentlich gesottenen Stücke, also es sind ja nicht mal geschmort. Geschmort wäre ja eigentlich was anderes. Also wir machen hier quasi ein Rückwärtsschmoren. Wenn wir es quasi jetzt nochmal kurz auf der heißen Platte anrösten, okay. Ja, um eben dieses frisch gebratene einfach nochmal zu bekommen. Ja. So. Also im Prinzip falsch rum, wenn man sonst erst anbrät und dann. Genau, wir machen das Ganze rückwärts halten. Wir haben, wie wir es vorhin schon besprochen haben, einen Senfschmand. Französischer Senf, süßer Senf, bisschen Salz, bisschen Olivenöl. Relativ einfach. Dann haben wir unsere gebratenen Radieschenstücke. Die wir einfach so ein bisschen drapieren. Da können wir auch ruhig mal eins einfach so hinlegen. Über die Linie. Ja, ja. Da. Du traust dich was. Ich trau mich was, ne? Das ist ja unglaublich aus. Wunderbar, weil der brät auch nichts an bei diesem Kiefern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht würdest du mir hier noch ein bisschen drüber pfeffern? Ja, gerne. Sehr, sehr schön. So. Und wenn du hier dann den Senf dazu gegeben hast, kann ich noch drüber pfeffern. Genau. Nachdem wir vorhin das Fleisch nicht direkt gesalzt haben, kann man eben jetzt auch zum Schluss einfach noch mal ein bisschen Salz drauf machen. Und dann würde ich sagen, zum Anrichten nehmen wir mal dieses wunderschöne Stück. Haben diesen reduzierten, leicht gebundenen Lammfond. Also die Farbe ist jetzt natürlich ein bisschen von den Möhren beeinflusst. So, und dann haben wir den besagten diesen Salat mit dem knusprig gebratenen Grün. Einfach nur angemacht mit ein bisschen weißem Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Und dann machen wir es im Prinzip wie immer. Umgekehrt. Genau. Ganze in die dritte Dimension kommt. So, und dann würde ich sagen, haben wir mal wieder in kürzester Zeit ein wunderbares Gericht für unsere Kochanrichtung. Super, ich stelle es mal darüber, dass es diese Kamera sieht. Ja. Gucken wir da auf die. Wie würdest du es jetzt servieren zum Kunden? Senkrecht, oder? So, ja, so fände ich es. Senkrecht, also dann in Richtung Kamera senkrecht. Ja. Wunderbar. Super, herzlichen Dank. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, Herr. Vielen Dank fürs Kochen, fürs Mitbringen von allen. Wir machen nächsten Monat wieder weiter. Selbstverständlich. Kocheinrichtung Nummer
Nummer 4. Gerne auch mit Wünschen ihrerseits. Also jetzt hatten wir ja das Thema Fisch schon behandelt. Wir hatten einen vegetarischen Tag wegen der Fastenzeit. Heute Lamm, bei Ostern da so nah war. Gerne Wünsche äußern, Anregungen, Tipps, Knippe. Das perfekte Schnitzel, die super Bratkartoffeln. Im Prinzip sind wir bald hier, um Spaß zu haben. Und herzlichen Dank, dass du schon. Bis bald. Viel Spaß beim Nachkochen.